Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Und ja, ich habe wieder richtig super Sachen gefunden. Heute auch mal ein bisschen querbeet durch alle Konsolen. Aber alles dazu nach meinem Intro. Ja, und wir fangen auch schon an. Ich habe für 9 Euro ein PS Vita Spiel gefunden, und zwar PlayStation All-Star Battle Royale. Ist in einem tadellosen Zustand. Tolle Geschichte, Modul auch top und Hülle und Cover super. Und für 9 Euro Vita Spiele findet man ja selten. Und ich muss sagen, wenn ich so ein paar Vita Spiele bekomme, bin ich schon zufrieden, mal ein oder zwei, weil erstens gibt es ja zu wenige und zweitens haben die ja auch mittlerweile horrende Preise, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, weiter geht's. Kommen wir zu einer Konsole, die ich in letzter Zeit nicht mehr so oft bedient habe, aber wo ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr sammeln will, weil damit habe ich praktisch angefangen. Und das erste, was ich jetzt zeigen möchte, ist Shadowman. Shadowman ist sogar in einem Cover, weil dieses Spiel ist in einem tadellosen Zustand. Ich möchte es auch gar nicht groß rausholen und alles sowas, aber Hülle top, Cover top, CD 1A, auch die Beschreibung in einem tadellosen Zustand. Ich lasse das so in diesem Cover, da bleibt es drin. Eine super Geschichte, weil das habe ich sogar gespielt damals. Und bin froh, dass ich es jetzt wieder habe. Und Leute, Shadowman, super Spiel, muss ich sagen, für mich. So, machen wir weiter. Noch eins von diesen Spielen, wo ich sagen muss, ja, habe ich 1 und 2 gespielt, 3 dann nachher schon nicht mehr. Aber Seifenfilter 2. Seifenfilter oder Seifenfilter 2 ist auch so ein Ding. Da habe ich zwar so einen leichten Cut hier oben in der Scheibe, aber das Cover ist ansonsten okay. Also es funktioniert und alles sowas. Und auch der Zustand sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Beschreibung in einem tadellosen Zustand, sehr toll. Die beiden CDs auch top. Also, da kann man nicht meckern, keine Kratzer, kein gar nichts, super. Geht so in die Sammlung, wird auch gleich eingepackt und schön verstaut. Ist für mich jetzt auch so eine, diese Seifenfilterreihe 1 und 2 hat mir sehr gut gefallen. Ich werde mir wahrscheinlich noch 3 kaufen, nur um es mal zu spielen und mal zu sehen, wie es denn eigentlich so ist. So, und als nächstes hatte ich auch damals Championship Motocross. Ich bin ja so ein Motocross-Fan. Und wenn ich schon keine Autorennen mag oder sowas, dann wenigstens Motocross. Hier auch. Heft wieder in einem tadellosen Zustand. CD auch top wieder. Sogar die Hülle geht wieder auf und zu. Ah, sie hat, nein, sie ist wirklich in Ordnung. Sie ist bloß ein bisschen ausgeleiert, muss man sagen. Aber ansonsten auch in einem guten Zustand. Die hat auch wieder so einen kleinen Cut in der Scheibe. Ich glaube, damit müssen wir uns heute abfinden, dass wir so perfekte Spiele wie Shadowman oder finden wir eigentlich kaum noch. Und wenn, denn wollen die Leute dafür echt Preise haben und alles sowas. Und ja, Championship Motocross, ich fand es damals genial. Vielleicht heute grafisch nicht mehr so auf der Höhe und alles sowas, ganz klar. Aber ich find's toll. So, und noch ein Spiel in dieser Reihe hatte ich auch damals. Jetzt ist mir was ins Auge geflogen. Aber egal, machen wir weiter. Rainbow Six Rook Spear habe ich noch nicht gespielt. Bin ich aber auch mal interessant, mal reinzulegen und mal sehen, wie das heutzutage aussieht. Auch hier wieder Beschreibung, also Handbuch top. CD auch gut. Ist ja, ein Ballerspiel der alten Generation. Also gucken wir mal rein und werden uns überraschen lassen. Ganz einfach. So, jetzt kommen wir zu einer Konsole, die ich auch mag, wo ich glaube ich auch eine riesen Sammlung mittlerweile von habe. Und die sprechen wir von PlayStation 2. Da habe ich ja damals in einem Flohmarkt-Video mal eine Konsole für 5 Euro gefunden, die genial war. Und dieses Spiel ist auch genial, und zwar Serious Sam. Serious Sam Next Encounter ist ein cooles Spiel und ist auch hier in einem tadellosen Zustand, wo man sagen muss, das geht so in die Sammlung. Besser geht's nicht, besser kann ich es nicht bekommen. Und ja, Serious Sam, wer hat nicht damals wie ein irrer Serious Sam geballert? Ich war einer davon. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Konsole, und zwar zur Wii. Playground inklusive Völkerball.
Ja, war halt günstig. Habe ich halt für 3 Euro mitnehmen müssen. Entschuldigung, 3,60 Euro mitnehmen müssen. Dachte ich mir, oh, kannst du mal machen. So, Happy Feet, hat meine Frau einmal drauf geguckt und sagte, haben. Ich so, schön, bekommst du. War ja auch ein günstiger Titel. Aber halt für die Wii, geht ab in die Sammlung. So, jetzt kommen wir zu einer Konsole, die ich viel gespielt habe. Und ich meine die Xbox 360. Und zwar Dead Space. Dead Space ist ein geniales Spiel. Wirklich eins der besten Spiele auf der 360. Da lasse ich mir auch nicht reinreden oder sowas. Ich bin ein Dead Space Fan. Und wo hat man so viel Horror und Ballerei und so viel Creeper-Typen wie bei Dead Space? Ich fand's geil, ich hab's gesuchtet, ich werde es wieder suchten. Gott, guckt euch nur mal hinten dieses Cover an, das ist so eine geile Geschichte. Ja, Dead Space für die Xbox 360, super Geschichte. So, nächste Konsole, Xbox Classic. Ich habe mal wieder ein paar Sachen gefunden, die ich haben wollte. Und zwar dank einiger anderer YouTuber, Mad Dash Racing. Und Mad Dash Racing soll gut sein. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, aber ich will da reingucken, weil schon allein dieses Schwein ist ja der Hammer, oder? Und ich habe gehört, es soll gut sein und es ist nun mal ein Xbox Exclusive. Also kommt dieses Spiel logisch in meine Sammlung. Die Xbox-Sammlung greift und wird immer größer und sie muss noch viel größer werden. So, als nächstes. Also diesmal habe ich auch ein paar Highlights mit dabei, wo ich sagen muss, super. Genma Onimusha. Genma Onimusha. super Spiel. Super Geschichte. Finde ich toll. Habe ich reingeguckt. Finde ich super. Habe ich damals gar nicht gespielt. Ich habe so vieles nicht gespielt, muss ich sagen. Und bin so, auf so vieles heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles spielen soll. Ich spiele jetzt peu à peu immer mal Spiele. Aber ich muss sagen, im Augenblick mehr PS4. Einfach nur des Zockens wegen. Und ja, Onimusha ist, glaube ich, auch so ein Highlight für viele. Gehört in die Sammlung, gerade in die Xbox. Ganz klar. So, und natürlich noch ein Xbox-Spiel. Und zwar 007, alles nichts. Oder? 007, Mr. Bond, hat wieder zugeschlagen, auch bei mir. Und für die Xbox lasse ich ihn gerne zuschlagen. Und muss sagen, ich habe reingeguckt. Und es ist nicht so schlecht, aber es ist jetzt auch nicht, ich glaube, nicht eins der besten James-Bond-Spiele. Und ja, ist halt von EA. Sie haben es versucht und haben es nicht ganz hinbekommen, aber gut. Was willst du machen? So, und als letztes. Ihr habt ja mal gesehen, dass ich das Spiel dazu bekommen habe für die Wii. Und jetzt habe ich es. Falls of Fury. Ich habe mir den Film dazu gekauft. Weil es wurde so viel empfohlen und viele von euch haben mir das in die Kommentare geschrieben. Nur guckt ihr mal den Film zu dem Spiel und alles sowas. Es geht um Tischtennis. Aber Hardcore-Tischtennis, wo wenn du verlierst, stirbst du. Ja, ein bisschen irre, ein bisschen freaky und alles sowas. Aber okay, ist von den Machern von Nachts im Museum. Und ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, aber große Krieger, kleine Bälle. Sagt eigentlich schon alles, oder? Ja. Naja, sollte man mal machen. Gut. Das war's wieder mal von diesem Pickup-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Nein, stopp. Da habe ich ja was vergessen. Das liegt hier noch so rum. Ich habe mir dieses Mal-Tablet geholt für die Wii. Kam relativ günstig. Und ich muss sagen, es funktioniert. Interessant, dass sie das damals schon so rausgebracht haben. Da gibt es so ein, zwei Spiele dafür, wo du hier denn den Controller reinmachst. Und dann hast du hier diesen fetten Stift und kannst so ein bisschen rummalen und alles sowas. Und ja, ist halt interessant. War halt damals auch so ein kleines Highlight, aber wie gesagt, ist nicht ganz angekommen. Aber ich habe es mir zugelegt, weil es gehört einfach in die Sammlung als Hardware. Und ja, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Hätte ich beinahe vergessen, das Ding, das lag hier die ganze Zeit. Gut, aber jetzt nochmal. Das war's von mir. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, genauso wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, die Leute. Ciao, ciao.